Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Doom. Da kommt schon der erste und der bist gleich im Kopfschuss. Jemand am Leben? Hallo? Munition! Okay. Dann haben wir ja wieder ein bisschen was zum Lesen. Drücken wir auch mal Tab. Oh, da haben wir einiges. So, gehen wir erstmal hier. Der Argent Tower. Okay. Wie immer auf Pause drücken. Ne? Blutnest, da hatten wir schon. Elitewaffen. Das hatten wir auch schon. Die hatten wir noch nicht. Machen wir erstmal so. Pause. Und so. Und die Haltstation haben wir, glaube ich, auch noch nicht gehabt. So. Meine lieben Waffen. Super Schrotflinte, alles klar. Und die lieben Monster. Den Rest hatten wir, glaube ich, schon. Artefakte. Die Hast. Okay. Ach Quatsch, Schaden ist das sogar. Das ist nicht Double Damage, das ist sogar Vierfachschaden. Nicht schlecht. Das ist cool. Tutorials. Doppelsprung brauchen wir eigentlich nicht. So, gucken wir uns noch kurz um hier. Vier Punkte. Hier haben wir drei. Deutlich schneller das Ziel erfassen, das ist ganz gut. So, wir haben noch für den Prätorenanzug, der ist hier, für die haben wir nämlich auch noch. Nehmen wir nämlich einmal den hier. Weniger Schaden durch eigene Waffen, und das wäre auch nicht schlecht. Ja, wir gucken erstmal, was wir noch haben. Area Scanning. Aha. Wechselt schneller Waffen, das ist sehr gut.
So. Dann machen wir wieder 3 Punkte und dann können wir Vorsprung. Das ist. Kippenwerfer rum. Geronimo! Geheimnis entdeckt. Präsenz gefährlich hoch. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Dann haben wir die Waffenmeisterschaft. Da haben wir die Herausforderung beendet. Und vierfach Schaden. Dämonenpräsenz eliminiert. Abregelung aufgehoben. So, Rüstung wieder auf Maximum. Ich habe meinen Fahrstuhl verpasst. Können wir schnell uns was zu trinken einschütten?
mittlerweile doch wieder relativ warm geworden hier, deswegen trinke ich viel. Allerdings ist es nicht warm an meinem... Die Energiesignatur des Akkumulators zeigt, dass er sich der Spitze der Argent-Einrichtung nähert. Wenn sie den Akkumulator in der Nähe des Argent-Strahls zerstört, könnte sie ein Tor in deren Welt schaffen, das wir niemals schließen können. So, es ist nicht warm, weil meine Umgebung warm ist, sondern weil mein PC warm wird. So. Böse am Schwitzen, unter dem Headset, das ist richtig schön. Das ist angenehm, sagen wir es so. Warum? Für einen Saftsack. Haut er mich doch voll in den Argent Tower rein, ey. So ein Drecksack. Das tat weh. Das war nicht nett. Auf Knack. Die Raketen hat das Spiel macht auch Spaß. Oh. Für eine Action gewesen.
Hölle ist gepflastert mit Argent-Energie. Die Drohne. Ich glaube, wir haben jetzt auf allem zwei Punkte drauf. Dann fangen wir jetzt wieder los an und holen uns noch einen Punkt mehr Gesundheit. Oder sollen wir rechts anfangen? Damit hätten wir mehr Munition. Wir bleiben bei der Lebensenergie. Wir sterben. Der Weg in die Hölle ist gepflastert mit Argent-Energie. Ja, ich mir jetzt meine persönlichen Fahrstuhl geholt. Fahrstuhl. Da hilft auch die beste Aufrüstung der Energie, Lebensenergie nicht. Der Weg in die Hölle ist gepflastert mit Argent-Energie. Ah, den haben wir, okay. Das fliegt nur rum hier. Sprung war definitiv jetzt zu weit. Also werden wir einen nehmen müssen, der nicht so weit war. Und mir ist warm. Ernsthaft? Der Sprung hätte doch klappen müssen. Mann. Gut, also. Na. Hallo. Der Weg in die Hölle ist gepflastert mit Argent-Energie. Gut, das ist jetzt hier vom Spiel vorgegeben, dass man so oft stirbt, ne? Das ist halt Bestandteil des Spiels. Man muss halt so oft sterben und dann schafft man erst da oben anzukommen. Vorher schafft man es halt nicht. Wäre schön. Unverwundbarkeit, jawohl, ja. Die brauche ich jetzt ja auch. Die hält mir leider nicht lang genug, als dass ich jetzt hier runterfallen könnte.
Seht ihr, du musst ein paar Mal sterben, damit man das schafft. Hallo! Darf ich hier Knöpfchen drücken? Ne, Aufzug ist gesperrt. Haben wir hier noch irgendwas, was wir drücken können? Nein, können wir nicht. Ja. So haben wir aber nicht gerechnet. Da war so ein Riese von oben runtergestanziert. Hallo! Runter umschießen hier. Ach du, mit Wechsel. Was jetzt weitergeht, in die Richtung müssen wir auf jeden Fall. Ich würde interessieren, wenn man, ob man von dem Ding berührt wird, ob man das stört. Das ist, glaube ich, nur Quetschung. Ist ja nicht wahr. So. Prüfung mit Schrumpflinte. Was brauchen wir? Schrumpflinte, komm, Schrumpflinte. Exklusiv, was? Schalte mit der Kampfschrumpflinte. Explosive Fässer, 10 Zombies. Was für die Zeit abgelaufen ist, okay. Na, das könnte ja schon etwas interessanter werden, aber wird bestimmt auch lustig. Gute Ausrüstung. ob wir die Prüfung schaffen, sehen wir in der nächsten Folge. Nein, mein Schatz. So, go. Neustart? Warum sind wir gestorben? So wenig Lebensenergie gehabt? Ach ja, man hat mal einen.
wahr? Knabber, knabber. Nein. Gut, 3, 2, 1. Von 10. Wie soll ich die denn besiegen, wenn sie nicht in die Reichweite gehen? Das ist zum Kotzen. So, nochmal Prüfung starten. Jetzt aber. Es ist doch nicht wahr. Haben zwei Stück gefehlt. Gut, also wir machen das denn mal eben anders, bevor mir hier jetzt sich 100 Mal beim Failen zuschaut. Wir sehen uns wieder, wenn ich das geschafft habe. Ich mache das eben kurz zwischen den beiden Folgen. Also bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.